Und zack, Tinder rausgeholt, bisschen swipen. Hi Ladies. Vielleicht die Texte lesen, vielleicht aber auch nicht. Weil mich das wirklich interessiert. Wer Tinder nutzt oder andere Dating-Apps, schreibt mir mal bitte die lustigsten Texte in die Kommentare. Das wäre eigentlich ein ganz geiles Video. Ich bin zwar kein Magier. So, die lustigsten Tinder-Texte. Aber in der Kiste zerlege ich dich trotzdem. Oder die besten Tinder-Texte. Gibt's bestimmt auch schon mal Blogartikel. Naja, kann man mal gucken. Warum bekommt ihr denn jetzt, sobald ein paar Matches da sind, plötzlich keine Antworten mehr? Warum auch immer aus dem Nichts? Das schauen wir uns gleich an. Bevor wir starten, brauche ich einmal bitte einen Like auf dieses Video. Und damit ich das nicht einfach so bekomme, habe ich mir überlegt, gebe ich euch mal einen richtig, richtig nicen Tinder-Text. Okay, den stelle ich euch jetzt ein. So, dafür habe ich auf jeden Fall ein Like verdient, also bitte einmal. Für die, die Tinder nicht kennen, wobei ich glaube, mittlerweile kennt eigentlich jeder Tinder, oder? Außer vielleicht so Leute, die so richtig auf dem Dorf wohnen. Wobei, da, auf dem Dorf ist es dann eigentlich fast wie Tinder. Da gehst du einfach von Haustür zu Haustür, klingelst und sagst dann... nee, Schwester. Mutter. Was machen Sachen? Oma. Vater. Oder... Naja, Tinder ist eine Dating-App, auf der du Bilder hochladen kannst und noch einen kleinen Text und ein bisschen Beschreibung zu dir selbst. Ich bin Parfum-YouTuber. Und dann kannst du loslegen und Leute in deiner Umgebung finden und auch daten. Hattet ihr... Wenn du Lust hast. Im Endeffekt funktioniert es so, dass dir die Leute in deiner Umgebung angezeigt werden. Du kannst dann entweder nach links oder nach rechts swipen, je nachdem, ob sie dir gefallen oder nicht. Ich weiß gar nicht, welche Richtung welche ist. Links ist weiter, rechts ist, glaube ich, gefällt mir. Nee, Quatsch. Oder andersrum. Ja, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann man durch die Bilder und durch die Beschreibungen durchklicken und sieht dann eben, ob die Leute einen ansprechen oder nicht. Und sobald man eben nach links oder nach rechts, je nachdem, ich weiß es immer noch nicht. Ich muss jetzt nachschauen. Ja, ich glaube, rechts ist weiter. Rechts ist behalten. Sobald zwei sich gefunden haben, die beide nach rechts und nach links geswiped haben und ein Match sind, können sie dann miteinander schreiben. Oft ist es so, wenn man mit jemandem anfängt zu schreiben, man schreibt so eine Zeit lang und plötzlich kriegt man einfach gar keine Antwort mehr. Man wird dann quasi völlig geghostet aus dem Nichts. Viele sitzen dann bestimmt zu Hause und fragen sich, was habe ich falsch gemacht? Hey, you, wie waren die Lehen? Ich habe doch gar nichts getan, gerade eben noch voll die Unterhaltung gehabt und plötzlich ist es weg. Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. So, jetzt habe ich letztens in dem Buch, was ich gelesen habe, gefunden, warum das passiert. Endlich habe ich gefunden, warum das mir, ich meine... den Menschen da draußen. Hier ist das Buch, Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Das Ganze nennt sich The Paradox of Choice. Und das bedeutet im Klartext, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten man hat, umso mehr erlahmt man innerlich und trifft am Ende überhaupt keine Entscheidung. Ja. Ja, also zurück zu Tinder. Je mehr Matches du dann über den Zeitraum bekommst, und das passiert mit Sicherheit, ja, da finden sich ja viele Leute, umso mehr erlahmst du innerlich und kannst dann keine Entscheidung mehr treffen, mit wem du letztendlich schreiben sollst. Hat für mich direkt Sinn gemacht. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, damit man sich besser vorstellen kann. Ihr kennt bestimmt die Abendplanungsgespräche, wo man sich fragt, ah, was machen wir heute Abend? Come on, boys! Und dann zählen erstmal alle Leute so Optionen aller, wir könnten ja das, wir können dies, wir können jenes machen. Und am Ende des Tages verbringt man dann 30 Minuten in der Netflix-Bibliothek und guckt sich einfach nur Cover an und scrollt durch. Ja, ähnliche Situation auch hier. Wir haben einfach zu viele Auswahlmöglichkeiten, was wir am Abend machen können. Und am Ende des Tages erlahmt man. Wären wir jetzt auf dem Dorf, hätten wir nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Wir könnten in die Dorfbar gehen oder eben Tinder spielen und bei jedem klingeln und swipen. Alle wieder zurück aufs Dorf ziehen, ist die einzige Möglichkeit. Das Ganze wurde auch mal statistisch nachgewiesen. Da hat man in Supermärkten 24 Sorten Marmelade zum Probieren ausgestellt und hat dann geguckt, wie viele Leute das dann gekauft haben. Am nächsten Tag hat man dann einfach nur 6 Versionen rausgestellt und am zweiten Tag, also am nächsten Tag mit den 6 Versionen, wurde 10-mal so viel verkauft. Solche Tests hat man schon öfter gemacht und ist einfach jetzt zu dem Schluss gekommen, dass das einer dieser Denkfehler ist, die man im Menschen halt hat. Je mehr Möglichkeiten er hat, umso mehr erstarrt er, obwohl er ja eigentlich auch die wenigeren Möglichkeiten mit drin gehabt hätte und sich also in dem Fall der Marmelade auch für die 6 Marmeladen hätte entscheiden können, als sie unter den 24 waren. Hat er aber nicht getan. So ein Verhalten bezeichnet man als Cognitive Bias oder als Denkfehler und die sind eben hier in diesem Buch zusammengefasst. Wer sich dafür interessiert, ich finde es super spannend, weil
so ein Buch mal zu lesen macht echt Sinn, weil man merkt einfach, was man im Alltag so für Denkfehler macht und ertappt sich dann auch immer wieder. Ich finde, dieses Buch gehört auf alle Schreibtische jeglicher CEOs, die es so auf der Welt gibt. Einfach, wenn man eine wichtige Entscheidung trifft, dass man vielleicht mal diese Liste durchgeht und guckt, ob man nicht irgendeinem dieser Denkfehler irgendwie ja, in die Falle gelaufen ist. Schauen wir uns noch einen zweiten Denkfehler an. Angenommen, wir würden jetzt russisch Roulette spielen und ich würde euch einen Revolver reichen mit 4 Patronen. Okay. 2 Fächer wären dann also noch frei. Wenn ihr dann dreht und abdrückt, wäre also die Wahrscheinlichkeit 4/6, dass eine Kugel durchbläst. Wie viel wärt ihr bereit zu zahlen, damit wir 2 Kugeln aus dem Revolver rausnehmen? Merkt euch die Zahl einfach mal. 1.100 Euro. Nächste Frage. Jetzt gebe ich euch einen Revolver mit einer Kugel drin, also 5 leeren Fächern. Wie viel wärt ihr bereit zu zahlen, damit diese eine Kugel rausgeht? Wieder merken, wenn ihr wie die meisten Menschen tickt, dann wärt ihr bereit, mehr für die zweite Möglichkeit zu zahlen, weil man hier einfach das Risiko, dass eine Kugel durchrennt, auf 0 reduziert. Das nennt man Zero Risk Bias. Ist einfach genau auch so ein Denkfehler, wie wir gerade eben schon im ersten Fall gesehen haben. Macht eigentlich keinen Sinn, weil im ersten Fall würdet ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Kugel durchjagt, um 2/6 reduzieren und im zweiten Fall mit der letzten einen Kugel eben nur um 1/6. Aber ja, solche Fehler oder solche Biases hat man dann eben auch in anderen Risikoentscheidungen mit drin, wo es jetzt nicht vielleicht gerade um Leben und Tod geht, aber eben auch um wichtige Sachen, wo man eigentlich rational entscheiden müsste und nicht eben durch diesen Zero-Risk-Bias getrieben, so dass es am Ende des Tages keinen Sinn macht. Unser Gehirn kommt nun mal noch aus der Steinzeit. Wir treffen also Entscheidungen noch so, als würden wir vom Säbelzahntiger wegrennen und nicht in so einer komplexen Umgebung und Welt zu leben, in der wir eben jetzt uns befinden. Freue mich schon, wenn ich den Gymnasium nachgeholt habe. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, Sportbeispiel. Beim Elfmeterschießen schießen die Spieler oder die Spielerinnen mit jeweils 1/3 Wahrscheinlichkeit entweder nach links, in die Mitte oder nach rechts. Ich weiß, einzelne Spieler haben dann immer Präferenzen, aber wenn man das mittelt über alle, dann ist es in etwa 1/3 nach links, 1/3 in die Mitte und 1/3 nach rechts. Punkt vor Strich. Torwärter hingegen springen mit einer Wahrscheinlichkeit 50/50 nach links oder nach rechts. Warum machen sie das? Das Ganze nennt sich Action Bias. Hier möchte der Mensch einfach lieber etwas tun, als stillschweigend dazustehen. Der Torwart oder die Torwärtin springt also lieber in die linke oder in die rechte Ecke, weil es besser aussieht, wenn man den Ball dann nicht erwischt, als wäre man einfach in der Mitte stehen geblieben und hätte nichts getan. Ja, um diesen peinlichen Moment zu entgehen, fällt man eben diesem Denkfehler auf den Leim und macht einfach irgendwas, bevor man nutzlos dasteht. Bei Polizeieinsätzen wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass wenn die Polizisten gewartet haben bei einer Schlägerei oder einer Auseinandersetzung, bevor sie eingreifen, im Nachhinein die Verletztenrate geringer war. Also beim nächsten Mal in einer unklaren Situation erstmal nichts tun, warten und überlegen, was man macht und sich genau nochmal an die Denkfehler erinnern, was alles so passieren kann und dann eine Entscheidung treffen. Was mir auch auf den Sack geht, dass die Leute einfach immer den Leuten recht geben, die besser argumentieren. Ja, wer Lust hat, sich mal alle 52 Denkfehler anzugucken, die sind hier auf 2 bis 3 Seiten jeweils immer sehr gut beschrieben. Es gibt auch noch ein zweites Teil, das ist dann die Kunst des klaren Handelns. Werde ich auch noch ein YouTube-Video drüber machen und auch noch mal ein paar Denkfehler rauswählen, die ich ganz besonders spannend finde, wie den mit Tinder. Ja, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, bitte Like da lassen, Kommentar, Abo. Wir sehen uns nächste Woche. Do it! Just do it!